Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wieder mal auf der Dürren zusammen mit dem Justin. Guten Tag. Wir sind natürlich immer noch mies am Grinden hier in der Ernte. Justin hat letztes Mal die 51 noch fertig gemacht, ne? Das sogar schon gemulcht. Ja, auf motivierter Basis. Wir dreschen direkt hier noch los. Vollgas. Ja, sieht doch gut aus. Ich hätte vielleicht alles rumfahren sollen, damit ich abtanken können, aber das passt jetzt von Anfang an so. Bevor wir in der Wüste schaffen. Ja, genau. Wenn nicht, dann wäre traurig. Aber das sollte der easy schaffen, unser neuer babamäßiger Premium-Drescher. Gibt der Rabatt? 800 Liter habe ich jetzt, 900. Das geht. Jetzt 1000 fast. Jetzt 1000. So ein Meter und gute 100 Liter. Ich mach schon mal das gespannt fertig, ne? Ja, mach ruhig. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis Giants dann diesen Fehler behebt, dass UBS das nicht mehr richtig erkennt. Das nervt mich irgendwie. Weil ich kann nicht nebenbei nicht Musik hören oder so. Kannst du ja. Weil ich krieg's halt nicht abgemischt, so dass es bei mir an sich lauter ist, aber in der Aufnahme dann wiederum leise. Ja. Naja. Kann man nichts machen. Wir könnten auch mal vielleicht in der nächsten Zeit noch mal ein Gewicht holen. Für? Mal so 1,2 Tonnen. Haben wir nicht schon so ein 1,2 Tonner Gewicht? Ja, das hängt aber immer an meinem Schlepper dran. Nee, 1,5 Tonnen. Obwohl 2 Tonnen würde auch mal was von schön sein. Ja. Ich würde ja so gern hier die zwei Acker zusammenlegen, aber du willst ja nicht. Weil es unseren kompletten Plan durcheinander wirft. Nicht unbedingt. Ist halt dann ein großes Feld so. Ja, und wer darfst du wieder ackern? Ich und du. Nee. Du wirst ackern, du wirst eh da nichts tun. Du wirst dich nur in den Drescher schwingen und dreschen. Ja. Und ich kann dir wieder den ganzen anderen Scheiß machen. Du darfst doch Abfahrer sein, das macht doch auch Spaß. Ja. Oder macht dir das keinen Spaß? Doch, schon, aber... Wenn es dir keinen Spaß macht, können wir nachher auch tauschen. Gerne. Kannst schön Johnny fahren. Nee, da hänge ich dann erstmal den Glas davor, sobald ich oben bin. Gibt irgendein Skript mittlerweile, das irgendwie auf dem Vertex-Discord, ne? Mhm, was kann das? Das macht Auflaufgetreide. Definiere. Nach dem Dreschen. Mhm. Fällt ja auch zwischendurch mal hinten raus, ne? Hab ich dir ja schon mal erklärt. Ja. Und das nennt man auch so Auflaufgetreide. Das tust du einmal umkrubbern. Mhm. Da kommen die hoch. Doch, das hattest dann, du, glaube ich, sogar alles mal erzählt, schon mit dem Skript, aber irgendwie nicht so ausführlich damals. Ja. Was machst du mit dem Striegel? Die gleich die Stoppeln wegmachen. Mit dem Striegel und nicht mit dem Mulcher? Ganz, nee, weißt du warum? Hm. Unkraut vor, vorbeugen vor Unkraut. Ja, aber sonst hast du auch immer gemulcht. Ja, aber bei Raps würde ich eher sagen, jetzt Striegel. Hm. Mir ist eigentlich egal. Du musst es ja eh nicht machen. Bloß der Stiegel hat halt mehr Arbeitsbreite. Viel mehr. Ja. Wie willst du es denn machen mit dem. Was willst du denn da hinten auch noch drauf angehen? Zum Beispiel.
meinst jetzt, wenn wir es zusammenlegen oder? Achso. Ja. Ja, dann würde ich ein großes machen halt. Entweder wir sagen Getreide oder Zuckerrüben. Also eins von den beiden, also 66 soll ja was Zuckerrüben werden und 68 soll laut meinem Plan Getreide werden. Und was soll auf die 51 nochmal? 51 auch Getreide. Wir haben ja jetzt alle, dann machen wir die zwei hier unten zusammen. Zuckerrüben. Wir haben ja dann drei Getreideacker. Hm. Ja, dann sind es 3-3-3. Also würde ich mir wohl mal einen Flug schnappen. Ja, nachher. Entweder jetzt direkt oder nachher, wie du willst. Nachher. An sich hast du ja schon Zeit. Weil nö. Ich mache einfach den Zug voll und dann. Ich stelle den Zug dann noch unten auf den Weg vernünftig. Ja eben, also du könntest es sogar theoretisch währenddessen machen. Ich habe ja jetzt auch oben eine Bahn. Und ich habe da ja noch die Krampe stehen. Ach, die ist auch noch unten. Mhm, hab ich schon runtergefahren. Das geht mit unserem Dings nicht. Mit unserem Mieten. Hat Jonas oder Ben ein? Ich glaube kein Flug. Ich gehe mal Jonas hochgucken. Ah, übrigens, mein Johnny bräuchte vielleicht mal einen Tankinhalt und eine Wartung. Ja, tanken kannst du, warten wird schwierig. Ich muss erstmal abtanken. Und steht ja dazu. Ja, ja. Aber das Bild im Bildermies komme ich immer noch nicht drauf klar. Das ist schon sehr. Wie Frontgewicht. Mhm. So. Wo ist denn Jonas sein Flug? Wenn er eigentlich. Hat er überhaupt sowas? Hat er Geld für sowas? Bestimmt. Das ist der Lehmer, der hat genug Geld. Natürlich. Nee, da ist nichts drin, da hinten ist auch nichts. So, dann machen wir hier mal kurz eine GPS-Bahn. Mit Gassi hier. Oh, er hat einen Flug. Er hat wirklich einen? Ja. Oh mein Gott, überweisen wir direkt 1000 Euro. Nee. Können wir uns das leisten, hallo? Ja, okay. Dann doch ein bisschen weniger, 500. Wir müssen den Raps erstmal verkaufen. Und die Hühnereier. Die Hühnereier im November, Raps im November. Ja, da kommt dann gut Geld rein, du. Da können wir erstmal Kredit zurückzahlen. Und Rechnung. So, machen wir hier mal den wieder aus. Oh nein. Ja, ist leer. Mein Johnny ist halt schon aus. Makes me wanna leave this place and roam. Make me feel.
Don't you think we're done? Mit Licht sieht der Drescher irgendwie nochmal so viel geiler und böser aus. Kommst du mir runtergefahren? Ja, wahrscheinlich schon. Du bist eh runter. Nur wegen Kranker fahren. Soll ich direkt Klaas vorhängen? Kannst du. Tja, wie kommst die du Licht. Runter? Ja, gleich. Chill doch. Musst du gerade noch ein Bild machen. Von diesem wunderschönen Gerät. So, vielleicht müsstest du jetzt noch haben. So ein wunderschönes Gerät hat diese Arbeit beendet soeben. Helfer Luca hat die Arbeit beendet. Der. Ey, es wird verengt. Wir haben da noch eine Mulde stehen. Ja. 1%! Ich habe einfach noch so 90 Liter. Gib in die Mulde. Holst du dann die Mulde mit deinem Traktor? Ja, mach ich. Lass einfach auch die Drehschirme oben stehen, da kümmere ich mich drum. Aber bringst du erst das, den Dings weg? Den? Den Drescher? Also, ja, ich hab den geschafft. Hopfen. Die scheiß Drehschirme, wenn die voll sind, fliegen die auch einfach um. Hä? Drehschirme ja, stehen bei mir immer. Ich hab's nur einmal geschafft und das war mit 50 in die Kurve. Mit dem 9er. Ja, ja. Oder mit dem 8er. Ich glaub sogar mit dem 9er. Gibt's noch einen 8er oder einen 9er? Ah ja, kauf mir nochmal so einen 8er, du. Oder? Nö. Aber den S4. Hä? S4. Am Arsch. Warum denn nicht? Bevor wir einen 8er oder einen 9er kaufen, kommt ein GT. Bluff. Nee. Niemals kaufe ich einen GT. GT sind viel schöner. Ja, aber es geht ja nicht nach Aussehen. Das ist unser zweiter Hofschlepper. Brauchen wir nicht, sinnlos, Geldverschwendung. Okay, Titel leider. Ja, darüber kann man reden. Dieser Bremshaut von dem Drescher ist so geil. Dann kann ich direkt meinen Johnny oben nochmal tanken. Macht es. Dann hänge ich meinen vor. Wo hängen stehen? Vor gar nichts. Hast du von Kalkstreuer hin? Nee. Ich kalk nicht. Du hast kalk. Ja, ich kalk schon, aber dann muss ich halt den Johnny kurz nehmen. Digga, die KI fährt sogar in die Schranke rein. Luca, du nimmst dein Glas zum Kalken. Okay. Ich will nicht, dass du meinen Johnny von innen einsaust. Du nimmst, der ist noch top gepflegt, der ist wie neu. Hallo? Der ist wie neu. Ich will hier von Katze vom Boden lecken. Das Einzige, was du vom Boden lecken kannst, ist Staub und Dreck. Kann gar nicht sein, weil ich jeden Tag einen Staub. Ich bin da wirklich penibel, ne? Mhm. Wenn da irgendein zum Beispiel von meinem besten Kumpel, die haben einen Hof. Wenn ich in die Schlepper einsteige von denen, Alter, ist so widerlich, überall Staub, ey. Ich hab gesagt, gib mir einen Lappen und irgendeinen Reiniger. Ich kann sowas nicht. Es ist aber auch eigentlich schon, ich sag mal, ja gut, Staub geht an sich noch. Es gibt schlimmere Sachen. Nee, das ist wirklich ekelhaft von denen. Aber Staub ist schon eher... Baub, Dreck, alles. Vertrockneter Schlamm zum Beispiel ist auch da drin, ey. Könnte ich ausflippen. Ja, aber das ist halt so ein Average-Bauernschlepper. Ja, ich weiß. Da müssen die Dreckklumpen sein.
Und wenn, nee, weißt du, und nee, wenn du es ganz ernst weiß, nimmst. Wenn es schlammig ist, dann geht man mit streckenden Schuhen da rein. Aber das macht man dann in der nächsten Zeit sauber. Oder da ist dann auch noch so die Plastefolie auf dem Sitz drauf. Nee. Zum Schutz. Die haben so eine Schutzfolie im Sitz. Das haben sie. Oha, hier ist sogar schon Werbung für Platinium. Hab's wird hier nicht mehr angenommen. Also Lager ist, glaube ich, voll. Hä? Du tankst doch noch ab. Ja, aber der andere Anhänger geht nicht. Ach so. Hä, hey, dann warte halt kurz vielleicht. Unser Lager ist voll. Echt? Niemals. Da müsste eine Mille von allem reingehen. Warte, oder ich häng mal ab und such mal einzeln, ne? So, ich lass mal hier stehen. Das, wenn ich mich nicht ganz die einfach, das sind ja eigentlich aufgebaute 8 Tonnen, ne? Mhm. Wie süß die hinter so einem kleinen Schlepper, so einem großen Schlepper aussehen. Oder gehen da gesamt eine Mille rein, warte mal. Wir haben doch dieses. Das jetzt durch. Geht's! Komisch. Ja, war wahrscheinlich irgendein Fehler. Hier, wir haben doch das Mittelgroß oder so. Da gehen 15 Millionen rein, also. Da mal kein Auge machen hier. Aha, hast du den Glas geputzt oder hab ich den geputzt? Ich hab den hier sauber gemacht. Nee, ich hab den doch geputzt. Nein, ich hab den eben gerade noch sauber gemacht. Lüge, Lüge, Lüge. Nee, wirklich. Ich putz doch meine Maschine immer. Hast du die jetzt Nein. mit Absicht auseinandergehängt? Nee, ging das ja nicht abzuladen. Ach so, wenn's weil nicht. Weil ein Trolley-Schlauch dran war. Ach so. Viel Spaß zusammen, Tim. Ja, das kriegen wir hin. Ich muss nur kurz mal. Ich überlege gerade, wie ich am schlausten. Ja. War. Hilf. Ah. Das kam jetzt unerwartet. Hier ist irgendein so hässlicher Deutsch. Über, weißt du, was ich komisch finde? Hm. Alle haben große. Also. Ja, wir haben sich alle auf eine Marke spezialisiert meistens. Mhm. Jonas hat zwei Fans und Johnny, ne? Mhm. Aber Johnny ist nur, um seine Johnny-Ehre zu sagen, ne? Mhm. Wie bekriegen wir sowas nie hin? Weil wir einfach sehr verschieden sind. Guck mal, zum Beispiel bei Ben, da ist Jan eh so selten da. Da hat er gar kein Mitspracherecht erst. Ja. So, und bei uns, du bist gut da, so dies, das. Deswegen darfst du auch was anderes fahren wie ich. Am Arsch, ich bin niemand, ich mach alles. Nein, so, guck mal, du musst. Ich arbeite mehr als du, safe. Weil ich will jetzt keinen Case fahren zum Beispiel, das weißt du ja. Doch, wirst du aber irgendwann machen. Und wenn es auch geht, kein MF so. MF noch eher wie Case. Aber an sich kein Case. Und deswegen haben wir jetzt zwei verschiedene Marken. Weil ich den nicht geil finde. Der sieht hässlich aus. Von außen. Das ist so eine hässliche Schnauze. Wenn ich sage, komm, lass die beiden Schlepper veräußern und zwei Deutsch kaufen. Hm. Wärst du dabei? Ich glaube schon. Ja gut, dann haben wir schon mal eine Sache, wo wir drüber reden können. Kommst du? Ja, ja. Bin schon da. Ey, der Zaun regt mich so auf. Ich bin zweimal schon daran hängen geblieben und dann hebt sich das Schneidwerk so hoch. Das sieht so geil aus, wenn du hinter diesem Zaun fährst. Und es macht die Straße ja irgendwie nochmal viel enger. Vor allem, wenn ja. Ben da mit seiner Tridemulde kommt und dann so KI-Verkehr entgegenkommt. Diese weißt du, wie geil das wird? Wie geil, da freue ich mich schon. Aber nur, dass wir die unten bescheren müssen. Ja, wie? Nur, wenn der Gras wechselt. Ach so. Ja, ist halt so. Und der hat keinen Platz für Gras. Brauche ich die Krampe überhaupt? Ich hab gedacht, du hängst die Krampe. Ach so.
Ja. Da war wohl ein Missverständnis da. Warum hast du wohl in die Krampe abgeladen? Eben gerade die 1%. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Dass die Krampe geholt wird. Lass die 8 Tonnen stehen und fahr die Krampe hoch. Ja, natürlich fahr ich die jetzt noch holen. Ja gut, dann muss der Glas halt erstmal hier stehen bleiben. Ich muss kurz erstmal hinwegfahren. So, gibt's hier einen Zündschlüssel? Muss man hier ein bisschen zumachen.
Ja, würde ich aber auch sagen, war es das jetzt mit der heutigen Folge. Wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut bei unseren Partnern vorbei. Links sind in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge Dürrenrot oder wann auch immer wieder. Ciao, Leute.